Wir Anfänger, wir blutigen, wir bleiben natürlich wieder auf. Was? Links. So. Diesmal sind wir in einem blauen Rennwagen unterwegs, nicht mehr in einem roten, wie in Teil 1. Soundeffekte sind hier besser. Ja. Nicht mehr so quietschig wie in dem ersten Teil. Ja, und es steuert sich deutlich besser, muss ich wirklich sagen. Das Auto reagiert viel direkter und ich bin direkt kaputt gegangen. Ja, es reagiert viel direkter, wie gesagt. Vielleicht ist Japan doch nicht so die Beste. Japan ist schon heftig. Machen wir jetzt nochmal. Ja, machen wir jetzt nochmal, kann ja nicht wahr sein. Weißt du, das ist wieder so... Ne? Ich sag, das Spiel ist viel einfacher und fahre direkt gegen die Wand und bin draußen. Also im Übungsmodus fährst du alleine mit deinem Wagen auf einer Rennstrecke. Im Trainingsmodus trittst du in einem Rennen zwischen 1 und 6 Runden gegen 15 andere Fahrer an. Mhm. Also quasi der Free One ist einfach fahren so ohne wie Gegner. Wir es bei Teil 1 auch hatten. Ja. Und das andere wäre dann mit 15 Gegnern. Genau. Kurz am Fang weg. Ja, also wie gesagt, es steuert sich deutlich schneller, intuitiver. Das ist auf jeden Fall gut. Mhm. Motorensound gefällt mir auch ein bisschen besser. Das Quietschen von den Bremsen ist auch besser, ja. Von den Reifen ist auch besser. Erst direkter die Lenkung auch. So wirkt sie zumindest. Ja, gell? Ja, du wirst gleich sehen. Also die ist wirklich, man kommt deutlich schneller rein. Ja. Ich glaube auch, also es wirkt, ob es ein bisschen unterstützend auch wäre. So, dass du nicht so hart direkt ausgetrieben wirst. Ja, ja. Und sie reagiert, wie gesagt, deutlich direkter einfach. Ne? Starke Runde. 1:09. Ohne Ansage. In den Stand wollte ich nicht bremsen, verdammt! Schade! Ich kann auch hier nichts auf den Schildern lesen. Ich habe es in Teil 1 ja schon versucht. Aber eher Lipton, hätte ich gesagt. Ist das ein Name, den man kennt? Ja, soll das vielleicht Lipton heißen? Das waren die mit dem Eistee, oder? Das ist richtig, genau. Nee, also mir sagt der Name nichts. Um Gottes Willen, vielleicht sagt es euch was, aber... Also trotz Stand 1:01... Trotz, dass du kurz Pipi gemacht hast, war das nicht so ordentlich, nicht so schlecht. Gut, wir machen mal Exit. Exit vor dem Start, ja. So, dann such du dir mal eine Strecke aus, die du gern fahren möchtest. Ja, absolut. Gar keine. Frankreich hattest du doch eben schon... Habe ich das? Oder? Oder ist ein anderer? Ich weiß es nicht mehr. Ich will mal Belgien, glaube ich, fahren. Ja, Belgien. War doch eben da. Ja, ja, genau. Ich habe in dem Moment aber gedrückt. Jetzt hast du nur mal lesen können, was da steht. Ja, ja, warte. Exciting. Kannst du mit B nochmal zurück? Ne, kommst du mit B nochmal zurück. Ja, egal. Im Wald von Spa. Das sieht auf jeden Fall nach einer nicht einfachen Strecke aus. Ist auch weil nicht, da sind viele, viele Kurven. Ja, viele kleine Kurven. Sehr anspruchsvoll, ja. Viele, Achtung, Schikanen. Ja. Das ist ja alles reinste Schikane. Wie war das? Was hast du in der Anmod gesagt? Ja, also die Spitzkehre. Ich da eigentlich eher denke, dass der Spitzkehre auch noch nach unten geht. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr so 100% sicher. Da könnt ihr mich gerne verbessern in den Kommentaren, wenn ich da irgendwie was falsch in meinem wirren Kopf drin habe. Was nicht so unmöglich. Ich wollte gerade sagen, was nicht so unmöglich ist. Ja, schön. Also ich muss so viele Sportsachen im Kopf haben, da kann man auch mit der Spitzkehre sich mal vertun. Ja, definitiv.
Ach nein, das war die Spitzhacke, die ich gemeint genau. habe. Ah, Entschuldigung, ich habe das verwechselt. Chaos stand da eben, oder? Wir haben die irgendwie Schilder nach mir benannt. Fahr doch mal dagegen, dass es richtig lesen kann. Jetzt sehe ich es, jetzt stehe ich davor. Ey, macht Spaß, sie ist cool. Ja. Aber auch nicht so unten mit den ganzen Kurven. Ja, aber gerade das macht es ja immer so lustig. Oh, guck mal, ist sogar Bäume an der Seite. Oh, ist das bitter. Das sind alles wieder Bäume, in die man reinbrettern kann. Ja, aber gut, aber cool. An der Stelle ist es ja relativ unverfänglich. Ja, ja, und ich habe eben nicht viel gelenkt. Alter. Muss man jetzt auch dazu sagen. Du hast definitiv eine Unterstützung dabei, weil eben an dem Stück habe ich nicht viel gemacht. Ja. Gerade noch mal an den Reifen. An dem Poller vorbei. Dingern vorbei, ja. Echt, Strecke ist geil. Die gefällt mir. Klar ist die herausfordernd, aber lustig, macht Spaß. Gute Wahl. Nacht. Ich habe das gehört. Bevor ihr euch fragt, warum der Kevin jetzt lacht, sagt, erkläre ich es mal. Wir haben ja das Fenster ein bisschen auf Kipp und eben hat einer draußen eine Rolle anzugezogen. Ich wollte nur höflich sein, Entschuldigung. Ich weiß. Das ist völlig in Ordnung. Was wir eben vergessen haben zu erwähnen, auch dieses Spiel ist von Sega selbst entwickelt und gepublished worden. Genau. In der hauseigenen Abteilung. Und Sega steht für. Jetzt muss ich Fachwissen abfragen. Ah, ja, nee, wir hatten das sogar letztes Mal. Ja, es stimmt schon mal. Es ist ein Mega-Game. Nein. Nee, ich weiß es nicht mehr. Sag mir es mal. Service Games. Ich wusste, dass Game das drin war. SE und G. Aber das E, SE wusste ich nicht mehr. Genau. Daraus setzt sich der Name ursprünglich zusammen. Start. Da hatten wir es wieder. So, gut, dann gehen wir zurück. Dann schauen wir uns jetzt mal den. Entweder World Championship oder... Nee, komm, wir machen genau wie bei Teil 1. Jetzt machen wir mal den Senna Grand Prix. So, hier könnten wir die Strecken auswählen. Ich nehme mal die goldene Mitte. Ja, wir können sie eigentlich alle drei zeigen. Ja. Dann, das ist die Hilly Region of Austria. Ach ja. Österreich. Ja, genau, ich habe gerade überlegt... Nicht Australien. Nee, ich habe gerade überlegt, Spielberg ist Österreich gewesen, die Strecke, wie es hieß, weil ich wusste immer noch so ein Berg. Ja. Spielberg? Nee. Lined is lined with beautiful trees. Lots of essence and descents require the use of a powerful engine because there are many straightways and turns. Use the slipstream to your advantage. Ich hab was für los. Aber schön gemacht hier, so eine quasi 3D-Ansicht. Ja. Du jetzt aber auf, ich glaube, ich wollte nochmal gucken, ob ich die richtige genommen habe. Ob das wirklich die zweite war. Ich war mir nicht ganz sicher. Ja, jetzt die Frage, weil ich schreibe Österreich. Österreich gibt es. Spielberg? Ja gut, es ist ja eine fiktive Strecke. Genau, deswegen. Also wahrscheinlich hat angelehnt wieder genau an das, irgendeine andere. Genau, das habe ich gemeint. Vielleicht hat er es daran angelehnt, ein bisschen angepasst noch das Ganze. Könnte sein. Die sieht auf jeden Fall schön aus. Auch der Himmel hier hinten. Das ist toll. Alles schön. Guck mal, hier mit den Schikanen drin. Das ist doch traumhaft. Du hast sogar einen Gegner, der hinter dir fährt. Ich habe es gesehen. Ich habe normal immer einen Gegner, wenn ich fahre, auch wenn keiner auf der Strecke ist. 92 hätte er es noch gewesen sein können. Ja, aber er wäre vor mir, wenn er es wäre. Na, wer weiß. Ach, du liebe Zeit. Ja. It's a little bit brutal. Aber cool. Schön. Ist schön gemacht, die Strecke. Ja. Zuckt mir die Nase. Das ist immer doof in der Kurve. Ich hätte das sogar so reinhacken können, aber gut. Weiß ich, was er gemeint hat, mit den vielen Straightaways, da kannst du echt richtig Power geben. Ja. Hast du immer wieder ein paar Schikanen drin, aber kannst du auch schön Gas geben. Willst du übernehmen? Nein, okay, mach doch mal. Alles gut, ich fahre die anderen zwei. Okay. Oder eine der anderen beiden. Ach so, das war jetzt eine Einführungsrunde quasi und jetzt kommt Rennen. Okay. Okay. Ich hab grad vergessen, dass wir ja den Senna Grand Prix ausgewählt haben. Ja, richtig, genau. Es ist keine Practice-Strecke. Genau, deswegen war ich eben so kurz irritiert. Ich bin unter einer Minute. Ha? Ja, guck mal, du bist auch nicht am 16. Platz, ja. Du bist schon auf dem 15. Richtig. Ich finde, das ist ein Erfolg. Ja. Go. Go, go, Gadgetto Mobil. Entschuldigung.
Kennst du noch, oder? Kennt ihr, ja sicher. Gut. Das waren noch Zeiten, ne? Ja. Au! Sag mal, die waren ja eben noch vor mir, wo sind die denn hin? Ah, da. Oh. Wie findest du die Steuerung im Vergleich zu Teil 1? Leichter. Ist deutlich einfacher. Weil du hast ein bisschen Unterstützung auch drin. Ja. Es ist deutlich einfacher, es ist eher sowas zum Reinkommen auch ganz schnell. Das andere ist schon ein bisschen Profispielmäßig gewesen. Also Profispiel ist jetzt übertrieben gesagt, aber da brauchst du schon ein bisschen was zum Reinkommen. Ja, da ist so vielleicht auch so dieser Simulationsfaktor ein bisschen mehr, ja, dann irgendwie. Ja, das ist mehr Arcade-lastig, ne? Hier. Ja. Aber hast dadurch. Das war eine ganz knappe Nummer. Macht auch Spaß. Ja. Ich wollte gucken, ob da Äpfel dran sind. Ja. Aber war nicht. Guck mal, 54. Hast du das gesehen? Ja. Guck mal, 5 Sekunden. 8 Sekunden schneller auf den ersten. Keiner weiß warum. Heftig. Ich hatte ganz kurz die Orientierung, muss ich ehrlich gesagt, verloren. Aber er führt dich wieder so ein bisschen rein immer. Also das musst du auch sagen. Ja, ja. Da brauchst du keine Sorgen hier zu haben. Klar, wenn du Scheiße lenkst, führt er dich auch dahin, wo du hinlenkst, ja. Aber er hält dich dann trotzdem so ein bisschen im Rennen wieder. Also nicht so heftig, wie wir das bei F1 hatten, dass es so ein richtiger automatischer Spurhalteassistent wäre, aber halt schon so ein bisschen. Ja, er greift, dir so, Unterstützung. Er greift dir so ein bisschen unter die Räder. Das hast du sehr schön gesagt. Das hast du wirklich schön gesagt. ...46. Bist du des Wahnsinns? 8 Sekunden schneller nochmal. Ja, da muss ich lang, das weiß ich. Ich wollte gerade sagen, weg ist er, aber nein, ist er nicht. Und weg bin ich. Das ist es. Ich habe jetzt eben einen Tick zu früh eingelenkt. Da hilft er aber auch dann, also ein bisschen nach. Ja, ja. Aber er listet schon dann auf der falschen Richtung. Das finde ich gut, dass er nicht komplett alles irgendwie alleine macht. Gefällt mir. Ne, hol ich mir trotzdem noch. Das Spiel? Ne, den. Den hol ich mir jetzt auf Start und Ziel noch. Das hol ich mir jetzt trotzdem noch, das Spiel. Oh nein! Oh. Aber das war eine Hundertstel. Ja, guck mal, die Rundenzeiten an. Ja. Aber auch hier ein schön gepixeltes Bild hier. Ist super. Ja. Dreigen, du warst nicht gut genug. Oh, so, welche möchtest du denn gleich noch spielen? Ich spiele jetzt einen, dann kannst du die dritte noch mal spielen. Du darfst ja eine aussuchen jetzt. Oh, nicht die, nein Quatsch. Dann nehme ich die mit der 180-Grad-Kurve. So, ja. This course reminds me of Monaco with its tunnels and narrow track with no escape areas. However, there are several points where you can improve your position. Entschuldigung, the constant cornering, especially the long left curve in the first half of the course, will literally have you with a pain in the neck. Er wollte wahrscheinlich pain in the ass schreiben und durfte nicht. Ich glaube, er hat sogar geschrieben, er hat es wieder gestrichen bekommen. Oh ja, schönes Ding. Dann hau rein. Gucken wir mal. Aber auch landschaftlich schön gemacht wieder. Mhm. Sieht immer gut aus. Also das Spiel gefällt mir sehr gut. Ja, es läuft vor allem irgendwie alles so ein bisschen schneller, glaube ich, auch einfach. Ne? Das andere lief so ein bisschen langsamer, hatte ich das Gefühl. Es ist ein bisschen mehr los hier. Ja, da ist ein bisschen mehr los, weil das ist ein Reifen, richtig? Der Soundeffekt hat mir aber gefallen, ne, gegen die Reifen zu fahren. Genau. Der war sehr authentisch. Das stimmt, absolut, ja. Nee, ich finde, es macht einfach mehr oder war knapp, Laune noch. Ja. Weil es, wie du sagst, auch deutlich schneller nochmal ist. Ja. Aber macht Spaß. Finde ich eine deutliche, für mich eine Verbesserung zum ersten Teil. Manche würden das vielleicht anders sehen, die es vielleicht mehr auf Realismus aussehen. Ja. Entschuldigung. Ja. Aber ich finde es super. Oder Leute, die halt wirklich viel Rennspiele spielen. Ja, für die ist es vielleicht Pillepalle hier. Ne? Ja. Ja. Das ist natürlich richtig. Da musst du gucken, was du denn lieber Wert legst. Ja. Ja. Boah, das ist auch nicht einfach hier. Ja. Sind ja auch die Senna Grand Prix. Schön, dass wir eben sehen, es ist ein bisschen heller geworden, als wir im Tunnel gefahren sind. Genau. Das ist cool. Jetzt ist die Reifen wieder ein bisschen dunkler.
Die kleinen Details, ja. Mhm. Boah, das ist aber auch schon eine heftige Strecke hier, mhm. Mein lieber Mann. Das wurde ja ausgesucht. Ja, ich weiß. Aber du bist schneller als die beste angezeigte Runde gewesen. Hm. Die war bei 1,18, du bist 1,13 gefahren. Wird dich nicht unbedingt viel weiter nach vorne bringen in die Startposition, aber immerhin bin ich auch 15, genau. So wie du in der ersten genau. Runde. So sieht's aus. Passt das schon. So sieht das aus. Sehr schön. Wie gut, dass wir so eine lange Gerade haben. Aber ja. Jetzt muss ich mal langsam rüber, weil jetzt geht's in die Kurve. Richtig. Kannst du schön mitnehmen dann noch. Aber sehr gut. Vor allem, wenn du dich jetzt noch auf die Kurven, die Reifenberge und die gegnerischen Autos konzentrieren musst. Heftig, gell? Ist heftig. Aber sehr gut, du bist Zehnter. Ah, komm, aber er ist auch reingedrängt. Eigentlich hätte er auch deutlich langsamer werden richtig, müssen. Ja. Ja. Schön finde ich auch, dass Sprachausgabe hier auch wieder ist. Ja, wobei ich die Sachen nicht so richtig verstehe, was er sagt. Go verstehe ich immer nur. Das kann gut sein, ja. Man könnte das natürlich jetzt im Soundmenü alles mal sich anhören. Ja, und schon sind wir wieder 15. Nein, 16. Ich wollte dich gerade korrigieren, tut mir leid. Come on, war das jetzt. Naja, super Sven, fahr doch einfach genau hinten rein. Hä? Oh, jetzt bin ich zwischendurch gefahren. Ja, so kann man es machen. Der Sound ändert sich auch hier im Tunnel, weißt du? Ja, ist ein bisschen halliger jetzt alles. Sehr schön, sehr schön gemacht. Ja, das sind die kleinen Details. Ja. Echt schön. Also auch wenn sich grundsätzlich nicht viel verändert hat vom ganzen Spielprinzip her, sind doch viele Details einfach verändert worden. Schön gemacht, aber trotzdem. Ja, definitiv. Come on, sagt er. Okay. Auf geht's. Er will mich motivieren. Auf geht's. Ja, fast hast du alle Gewicht. Klung, 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 klung. Ja. Die ist aber auch schwer. Die ist schwer, die Strecke. Ja. Definitiv. Da war meine deutlich einfacher. Da bin ich. Dann darfst du die andere auch noch fahren jetzt. Das ist fies. Jetzt darfst du mit. Nee, fahr du mal. Ja? Mal. Schade. Gut. Ich habe mich genug blamiert. Nein, blamiert hast du dich auf gar keinen Fall. This is Brazil, my home country. I actually designed this course for go-karts. Mm-hmm. I'm looking forward to the day when one of the children who drives here becomes the world champion. Also gibt es die Strecken ja vielleicht doch in echt. Aber halt nicht als Formel 1 Strecken. Kann sein, ja. Oder er hat sie einfach nur auf dem Papier. Schon das mal kann auch sein, ja. Gezeichnet. Wenn das ein großer Ayrton Senna-Fan unter euch vielleicht weiß, darf er uns das gerne mal mitteilen. Das wäre ja wirklich mal interessant zu wissen. Das dürfen natürlich auch Menschen mitteilen, die keine großen Ayrton Senna-Fans sind. Die es aber wissen vielleicht. Genau. Ja, nee, große Formel-1-Fans, ja. Ihr könnt grundsätzlich alles Mögliche drunter schreiben. Ja. Oder gerne. Uns auch per E-Mail schreiben. In der Kanalbeschreibung findet ihr auch die E-Mail-Adresse hier von richtig. Uns. Könnt ihr uns auch gerne kontaktieren. Und wenn wir irgendwelchen Scheiß erzählen, könnt ihr uns auch gerne darauf hinweisen. Mhm. Wir wollen ja keine Unwahrheiten hier verbreiten. Richtig. Und daher immer gerne genommen. Ja, das ist schon wieder... Also ich habe mit der Streckenauswahl, glaube ich, ein bisschen mehr Glück gehabt als du. Mhm. Das war wahrscheinlich einfach die Expertstrecke, die dritte. Das ist wahrscheinlich einfach so. Ich glaube auch, ja. I think so. Und nein, immerhin 13. Wollte gerade sagen, ich hätte jetzt auf 15. getippt, nee, aber... Bist besser. So, beschleunigen wir das mal. Erste Runde 38. Ein guter Rat für das ganze Spiel. Beschleunigen wir das mal. Hast du recht. Ja, das ist. Der ist aber der in dich reingefahren. Genau, oder? Das ist das, was ich ein bisschen fies finde. Klar passiert sowas immer mal, dass eine hinten drauf fällt, aber du wirst langsamer und er schießt an dir vorbei. Ja. Aber gut. Ist ja kein Problem. Ich habe ihn ja wieder. Ich hatte ihn ja wieder. Nee, ich habe ihn immer noch. Nein,